Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Ja, im letzten Part haben wir leider den zweiten Kampf ein bisschen verloren, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem den Rangaufstieg geschafft und ja, jetzt haben wir uns gerade mal generiert und dann geht's auch schon ab zum nächsten Kampf. Automatisch Registrierungssystem, was möchtest du tun? Ja, kämpfen halt. Hallo Mama, möchtest du dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6. Du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Im folgenden Kampf sollst du höchstens 20 Punkte Schaden erleiden. Das Publikum liegt keine Schwächen in Stars, okay? Dann zeig mir einen guten Kampf. Ja, das kriegen wir hin. 20 Punkte Schaden, das ist, glaube ich, im Bereich des Machbaren. Und da werden wir auch schon zum Kampf abgeholt und los geht's. Nach dem nächsten Kampf sind wir auf Rang 6. Wenn wir den Kampf gewinnen. Aber das sollte bei einem Fuzzy-Trio machbar sein. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die unersättlichen Sauger, das Fuzzy-Trio. Bomba und ich sind unschlagbar. Fuzzy, Fuzzy, wir werden euch aushauen, Fuzzy. Let's fight! Ja, und da geht's auch schon los. Direkt nach einer Minute haben wir hier Action. Du darfst höchstens 20 Punkte Schaden erleiden, ja. Gut, also der schwarze Fuzzy, der hat 3 Lebenspunkte, das wissen wir. Beim Rest können wir nicht sicher sein. Deshalb machen wir einen Wirbelschlag und versuchen erstmal die anderen damit direkt umzuhauen. Zack! So, der erste Fuzzy ist weg. Und ich würde gerne austauschen. Denn ich muss unbedingt wissen. Ach, Mist, viel zu früh. Wow. Das hat trotzdem geholfen. Jawohl. Blütenpunkte? Ja, ich brauche mal gerade eine Analyse von dem Grünen hier. Das ist ein Waldfuzzy. Waldfuzzys finden sich meistens... Ja, im Wald. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wir normale Fuzzys saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Dieses Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Waldfuzzys können sich auch teilen, so erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Du solltest sie also lieber schnell besiegen. Na gut. Dann auch einen Wirbelschlag für dich, Waldfuzzy. 1, 2, 3, 4, 5 und los. Abgewehrt. Ja, ja. Jawohl, dem habe ich sogar Schaden zugefügt. Ja, und dann brauchen wir noch einen Scanner für den rosanen Fuzzy. Ist das ein Gay-Fuzzy? Das ist ein Wiesen-Fuzzy. Wiesen-Fuzzys haben eine recht hübsche Färbung. Maximale KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wiesen-Fuzzys saugen im Kampf unsere BP ab. Also pass auf, wenn unser BP-Wert niedrig ist. Wenn sie genau BP haben... wenn sie genug BP haben, verwenden Wiesen-Fuzzys magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die BP-Blütenpunkte machen die Wiesen-Fuzzys so hübsch. Ist doch klar. Ach so. Ja, gut, dann, machen wir jetzt mal eben den Waldfuzzy. Der ist jetzt auch kaputt. Und jetzt kommt nochmal der Wiesenfuzzy. Und... Tapp! Nein, du Assi! Egal, der kann jetzt nichts mehr machen. Der wird jetzt sterben gehen. Oh yeah. Und da ist der Wiesenfuzzy auch schon hinüber. 12 Sternenpunkte. Wir steigen hier sogar, glaube ich, noch ein Level auf. Cool. Und der Gewinner ist Bomba Luigi! Das war ja ein Kinderspiel! Bitte, deine Gage. 13 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 6. Ich lasse dich jetzt allein, also man sieht sich. Ey, Bomba Toskova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Cool. Kuchen. Hm, ein lecker Kuchen. Der gibt bestimmt Kraft. Möchtest du den Kuchen essen? Ja. Super, guten Appetit, Mario.
Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. Oh, ja, optimal. Dann brauche ich ja gar nicht schlafen gehen. Und auf in den nächsten Kampf. Hallo Bomber, möchtest du dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 5. Du kämpfst gegen die Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf sollst du mindestens 5-mal Schaden erleiden. Einseitige Überlegenheit langweilt mich. Zeig mir einen guten Kampf. Toll, 5-mal auf die Fresse kriegen. Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Ja, ja, immer diese Bodyguards. Wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Ich habe ja schon im vorherigen Part erzählt, dass ich gestern auf der RPC war. Ja, es ist immer noch gestern, weil diesen Part, der kommt zwar erst morgen, aber den nehme ich ja trotzdem heute auf. Und also war ich gestern auf der RPC. Wie auch immer, die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Also los, Mario, wir schaffen das. Du wirst dich wundern, dass echte Magie alles vermag. Let's fight! So, naja, wie auch immer. Und, ja, da habe ich mir Risen 2 geholt. Und, das Lustige ist, das Spiel läuft bei mir zu Hause auf dem Rechner deutlich besser als auf den Rechnern, wo man es Demo spielen konnte. Ja, das war echt peinlich. Ich habe mir das Intro angeguckt von dem Spiel und das Intro, das wird ja Echtzeit gerendert und es hat geruckelt wie Sau. Das ist ein R-Punkt Kamek, ein rot gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Neben Angriffszaubern verstärkt seine Kraft auch Angriff und Verteidigung. Bis er allein schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Dadurch wird es für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. Okay, also... Aua, das tut weh. Durch Transparenz gehen Angriffe daneben. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen erstmal alle bis auf einen kaputt. Und anschließend lassen wir uns von dem noch... Ja, ist die Frage... Ob Mario oder Gumbrina, ne? Lassen wir uns einfach noch 5-mal hitten. Ich hätte gerne den nächsten gescannt, der weiße Kamek. Das ist ein W-Punkt Kamek, ein weiß gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Seine Spezialität sind Erfrischungszauber, mit denen er deinen Gegner fit macht. Ist er allein, schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Dadurch wird er für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Aua. Ach, Mano. So, jetzt haben wir theoretisch 3-mal. Praktisch wahrscheinlich erst 1-mal. Getroffen. Sind wir wahrscheinlich erst 1-mal getroffen worden. Oh. Wir sind wirklich daneben gesprungen. Cool. Ja, und der nächste. Ein G-Punkt Kamek. Nein, ein Grünpunkt Kamek. Das ist ein Grünpunkt Kamek, ein grün gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Er lädt deine Gegner elektrisch auf oder macht sie durchsichtig. Ist er allein, schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Dadurch wird er für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. So, jetzt habe ich theoretisch 5-mal Schaden erlitten. Ich habe halt keine Ahnung, wie das aussieht. Ne, egal. Den weißen Kamek machen wir jetzt noch platt. So. K.O. Dreimal? Ja, einmal kann ich ja drauf. Ja. Ach cool, der ist runtergefallen. Ja, jetzt greifen wir ihn nicht mehr an. Eine Show-Einlage. Och nö.
Ich charge mal ein bisschen. Und hier verteidigen. So. Aua. Nochmal chargen. Und Gumbrina schmeißt einen Pilz ein. Ja, ich weiß halt nicht, ob es fürs Team gilt oder nur für Mario. Mario wurde erst dreimal getroffen, deshalb müssen wir noch ein bisschen warten, bevor wir den Kamek kaputt machen können. Komm, auf Mario. Jawohl. So, noch einmal treffen lassen, bitte. Und nochmal chargen. Und hier wieder Verteidigungshaltung. So. Jetzt greift bitte nochmal Mario an, dann ist alles gut. Jawohl. Nein! Naja, zur Not stirbt halt Gumbrina. Das kann man manchmal... Ne, wir können auch tauschen, genau. Wir tauschen einfach gegen Ulf. So. Und jetzt auf Mario, kommt. Ach Mann, ey, warum immer auf die armen Dicken? Ich will euch so langsam mal platt machen hier. Naja, die Verteidigungshaltung von Ulf sieht cool aus. Das kann nicht sein, das muss gereicht haben. Ich mache jetzt hier einen Wirbelschlag. So. Na toll. Dann machen wir einen Saugmatz. Ne. Och Mann, Ulf. Jetzt stirbt er auch noch. Ja, das ist jetzt gerade sehr deprimierend. Aber jetzt kriegt Mario auf jeden Fall das fünfte Mal auf die Fresse. Damit hätte sich das dann auch gegessen. Ah, cool, war sogar der Richtige. Jawohl! 12 Sternpunkte. 99. Noch einen bis zum Level Up. Und der Gewinner ist Bomba Luigi! Selbst schuld? Mario! Oh. Mario! Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer. Bomba scheint ja hier eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier in Falkenheim treffe. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst auch noch du eine Lektion. Jetzt. Nachdem ich gerade so übel auf die Fresse gekriegt habe. Ja, heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Toll. Austauschen. Und zwar gegen Gumbrina. Erstmal zum Scannen hier. So, Scanner. Zack, einmal her, bitte. Jupp. Das ist Bowser. Aber was macht der denn hier? Maximal KP 30, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist sein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam nach seinen Sprungattacken. Kannst du bestimmte Techniken nicht mehr benutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Ja, genau. Ich mache jetzt erstmal einen Sternenfit hier. Komm, schön hier, HP plus und so. Ja. Das heilt doch erstmal. So, Technik. Kopfnuss. Tut eine Kopfnuss weh oder nicht? Trifft den Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Ja. Ja.
Eins, zwei, drei. Ah, fuck. Ah! Aua, Mann, das muss doch nicht sein. Dann machen wir halt ein Maxi-Beben. Vielleicht bringt das ja was. Und eins. Nein! Oh, was? Scheiße, voll verdrückt. Oh. Dann machen wir nochmal eine Multikopfnuss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Immerhin sieben. Jawoll! Bingo! Max HP, sehr geil. Jetzt muss nur noch das scheiß Gift abhauen. Ja. KP vollständig hergestellt, sehr gut. Geblockt, okay. Also einigermaßen geblockt. Das war auch sehr gut, dass der Orden jetzt gerade hier eingesetzt hat. Ein Wirbelschlag. Ein Wirbelschlag. Boah, das geht noch 8 Runden. Naja, gut. So. Bowser hat 3 KP verloren durch diese Sache. Eine Multikopfnuss können wir nicht einsetzen. Was haben wir denn? Ultrapilz. 50 KP. Nee, macht größer und erhöht die Angriffskraft auch nicht. Stellt 5 BP, das ist zu wenig. Macht Gegner schwindelig und lähmt sie eventuell. Ja. Kopfnuss, mehr geht nicht. Aber den müssten wir eigentlich platt kriegen. Der macht ja nicht so viel. Typisch Mario, findest du es eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Ach du Arschkeks! Und kaboom. Macht 3 Schaden. Ist, glaube ich, mehr als ich... Oh, oh. Schwein gehabt. Habe ich gerade Arschkeks gesagt? Eins und zwei. So, ich glaube, der Hammer macht mit 3 einfach mehr Schaden, als ich mit dem Doppelsprung mache, oder? Einmal kurz ausprobieren. Eins. Ja, macht's definitiv. Naja, gut. Nächste Runde ist er down. Ja, genau. Verbrenn uns noch ein bisschen. So, und die Vergiftung. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt wird der Hammer ausgepackt. Hallo, Bowser. Kriegst du erstmal einen Hammer auf die Fresse. Und dann gibt's noch eine Kopfnuss hinterher. Und dann bist du down. Jawoll. Ja, Level Up. Sehr schön. 15 Sternpunkte. So, was leveln wir denn? Ich glaube, ich will die Blütenpunkte erhöhen. Ja, ja, ja. Blütenpunkte sind gut. Und einmal kurz alles auf Max. Sehr gut. Ja, das ist unser Bomber. Achso, falsche Stimme. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber, und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet, also bis bald in der Arena! Bitte, deine Gage. 13 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 5. Ich lasse dich jetzt allein, also man sieht sich. Ja, wir haben noch 4 Kämpfe vor uns. Dass dieser Kerl auch noch hier aufkreuzt. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ja, ich auch nicht. So, wir gehen speichern. Wir sind ja Max. Ja. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, like das Video. Wie auch immer. Ihr kennt es ja aus den anderen Parts. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Meerentor. Bis zum nächsten Mal. Ciao!